Also schön. Wie kann man... Fantastisch. Da sind der Direktor und ich. Jetzt wird's spannend. Bestimmt Was zum keiner. Teufel? Sie haben es kaputt gemacht. Habe ich nicht. Jemand muss die Kamera ausgeschaltet haben, oder? Nein, sie läuft noch, aber ihr Objektiv wird von etwas verdeckt. Ach so. Da! Das war die Explosion. Interessant. Warum interessant? Es war jemand in der Schatzkammer und hat die Kamera außer Gefecht gesetzt. Und? Und nur wenig später wurde der Alarm ausgelöst und alles ist in die Luft geflogen. Der Einbrecher hatte kaum genug Zeit, eine gezielte Sprengung vorzubereiten, oder? Ein Grund mehr, sofort nachzuschauen, was in der Schatzkammer vorgefallen ist. Okay, die Frage ist, war der Einbrecher jetzt selbst noch mit drin? Denn es scheint eine ziemlich starke Explosion ja gewesen zu sein. Es wäre vielleicht nicht so gesund gewesen. Schauen wir mal, ich glaube nicht, dass drin noch irgendwas ist. Wahrscheinlich ist sogar das Auge schon weg. Konstable Oliver kann mich doch nicht wirklich für den Raben halten. Ihm muss doch klar sein, dass ich keine Gelegenheit hatte, die Bombe zu platzieren. Allerdings könnte ich in seinen Augen ein Komplize sein. Genauso wie er einer sein könnte. Ich mache gute Miene zum bösen Spiel. Solange er in der Nähe ist, kann er keine Dummheiten anstellen. Und wenn ich ihn loswerden muss, fällt mir schon etwas ein. Gut, haben wir das also auch? Ansonsten gibt es ja nichts mehr, glaube ich. Warte, was war hier? Achso, Telefon betrachten. Ja, das geht ja immer noch nicht. Steuerungskasten brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja aufgemacht. Gut, dann gehen wir mal schauen. Ich hätte ja den Constable erstmal vorne hingestellt, damit man gucken kann an der Tür, wenn die Wo aufgeht. wollen Sie hin? Ich suche einen Weg in die Schatzkammer. Genau das sollten Sie auch tun. Gut, aber dann hat's halt Ich einfach. gebe Ihnen 5 Minuten. Dann tun wir, was ich für richtig halte. Öffnen den Haupteingang und holen Verstärkung. Hoffen wir für uns beide, dass ich vorher einen Zugang zur Schatzkammer gefunden habe. Ich wäre ungern für die Flucht des Raben verantwortlich. Okay, ja gut, er hätte ja zur Not gesessen, wenn ja irgendwas. Ich dachte, das Tor ist jetzt auf. Geht's wieder? Direktor Mokhtar, das Tor lässt sich nicht öffnen. Gibt es einen anderen Weg in die Schatzkammer? Nein, nur ein Weg. Nur einer. Und das glaube ich nicht. Gut, haben wir hier was? Nein. Moment, was taucht denn hier mal auf? Das ist bloß das Tor, ne? Oder ist er noch. Ach, die Lanze! Die Lanzen sehen stabil aus. Aber sie scheinen auch fest mit den Figuren verbunden zu sein. Vielleicht könnte man sie herausbrechen. Andererseits, heute ist schon genug zerstört worden. Ich wollte schon sagen, wofür brauchst du die Lanze denn jetzt? So, das Tor ist immer noch zu. Gut, wir gehen mal vorne in den Bereich, in dem wir mit Lady Westmacott geredet haben. Weil, also in die Haupthalle, weil ich glaube, dass dort irgendwo ein Zugang ist. Vielleicht ja auch direkt hinter der Statue von Echnaton. So, haben wir hier. Gut, das ist bloß gehe hinauf. Haben wir hier irgendwas? Ich will mal zu der Statue hingehen, auch wenn hier der Schaukasten, den können wir öffnen. Das ist interessant. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Denn da drin ist ja bloß das Modell von den Pyramiden und den Baudingens gewesen. Abgeschlossen. Ja, das war jetzt nicht so überraschend, aber vielleicht kannst du mit dem Schlüsselbund? Ja. Passt. Okay. Wofür genau, ist die Frage. Ach so, aha. Eine Holzstange? Willst du das aufhebeln? Ein schweres Metalltor? Constable. Wirklich? Okay, das ist komisch. Es bewegt sich. Nein, es reicht noch nicht ganz. Okay. Brauchen wir noch etwas anderes? Metalltor, blablabla. Haben wir drüben noch irgendwas? Das ist alles bloß Metalltor. Benutzt die Holzstange mit. Gut, wir gehen erstmal wieder vor. Vielleicht haben wir noch irgendwas anderes, was wir finden können, mitnehmen können. Halt, hier die Fahnenstange. Nehmen wir doch einfach mal alle Stangen, die wir finden können. Deswegen hat er wahrscheinlich auch gerade die Lanze im Visier gehabt.
Hat er wahrscheinlich schon so ein bisschen vorgegriffen, bevor ich eigentlich den das Gedanken dann hatte. So, da haben wir zumindest mal eine Metallstange. Vielleicht hilft das ja mehr. Und hinein in damit. In Ordnung. Das muss einfach klappen. Constable Oliver, wenn ich bitten dürfte. Auf drei. Eins, zwei, drei. Direktor Mokta, schnell, stellen Sie etwas unter das Tor. Hm? Direktor! Der Mülleimer, den es total zerknietschen müsste eigentlich. Es sei denn, das ist aus Gusseisen, aber das scheint ja ziemlich schwer zu sein. Geht nicht. Mehr geht nicht. Legen Sie ihn hin. Ich wollte gerade sagen, leg ihn doch hin, du Unfähiger. Das wird halten. Ich würde nicht darauf wetten. Wir sollten uns beeilen. Und Inspektor Legrand informieren. Ich werde mir erst einen Überblick verschaffen. Sie glauben doch nicht, dass ich Sie alleine zum Edelstein lasse. Ich bezweifle, dass sich der Edelstein noch in der Schatzkammer befindet. Aber wie? Ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Dann müssen Sie eben mitkommen. Sportlich. Wenn Sie nicht in spätestens 5 Minuten etwas von mir, nicht von Wachtmeister Zellner, gehört haben, öffnen Sie die Eingangstür und holen Hilfe. Verstanden? In Ordnung. Okay, schauen wir mal. Die Sprengung ist von unten gemacht worden. Wow, in der Tat. Mensch, da hat er ja ein ganz schönes Chaos hinterlassen, muss man mal so feststellen, ne? Hoffen wir, dass wenigstens einige der Kunstgegenstände den Anschlag überstanden haben. Warum ist er nicht gleich mit einem Panzer durch die Wand gefahren? Rücksichtsloser Ignorant. Ja, weil der Panzer ein bisschen auffälliger gewesen wäre und vor allen Dingen hätte man ihn gleich stoppen können. Was ist denn? Ach so, zum Runterlassen. Das sind die Überreste der Absperrung. Leuchten Sie mal. Ja. Hauruck. Ja. Hä? Was war das denn jetzt für eine Aktion? Okay, benutze die Kurbel mit, dann müssen wir mal schauen. Ah, hier war auch noch eine Kurbel. Ich würde sagen, dann knüpfen wir uns einfach mal ein Seil zusammen, wa? So, bevor wir das aber machen, schauen wir noch mal kurz hier. Zum Glück ist der Raum so hoch und das Tor war noch einen Spalt geöffnet. Andernfalls hätte nichts in diesem Raum der Druckwelle standhalten können. Es wird lange dauern, bis alles gereinigt und so gut wie möglich restauriert ist. Und einiges ist sicher verloren. Für immer. Schade, schade. Na gut. Wir haben hier ansonsten... Können wir hier noch die Kordel? Nein. Schau mal, dann lässt du das Loch an. Sie wollen doch da wohl nicht runter. Auf diesem Weg hat das Auge die Schatzkammer verlassen. Nein, auf keinen Fall. Wir haben genug gesehen. Der Rabe ist weg. Wir holen Legrand. Dann verkrümel dich halt wieder. Ach, siehst du mal, das hat sich gerade erledigt. Toll. Sind Sie jetzt zufrieden? Könnte man so sagen. Leuchten Sie? Sei froh, dass du nicht runter warst. Okay, dann verbinden wir mal die beiden Kurbeln. Genau. So dachte ich mir das. Die Verschlüsse sind nicht gerade dafür ausgelegt, große Lasten zu tragen. Aber ich glaube, sie sind stabil genug. Ja, du musst bloß irgendwie das andere Ding hier noch befestigen, ne? Nicht das beste Seil der Welt, aber das beste, das ich hier habe. So, genau. Ich werde mich mit dem Seil in das Loch hinablassen. Und er muss halt... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich habe keine Lust auf diese Diskussion. Ich gehe da runter. Sie können mitkommen oder hierbleiben. Aber Sie wissen nicht, was da unten ist. Und wer? Deswegen will ich ja runter. Außerdem, vielleicht finde ich einen Fluchtweg für uns. Also gut. Soll ich das Seil festhalten? Das wäre gut, ja. Ich vertraue ihm mal. Ich, ja, danke.
Ich glaube nicht, dass Oliver da irgendwie mit drin steckt, ehrlich gesagt. Ich bin unten. Gut. Leuchten Sie mal, Robert. Und ein Licht schien vom Himmel herab. Gut, das sind irgendwelche Katakomben, durch die er wahrscheinlich hereingekommen ist. Haben wir hier denn irgendwas, das wir uns anschauen können, ist die Frage. Ich sehe nämlich auf den ersten Blick nichts. So, wir könnten wieder nach oben klettern, wäre jetzt aber nicht so zweckführend, so zielführend. Wo ist denn unser Portemonnaie eigentlich? Hat er das verloren? Na gut, gehen wir einfach mal ins Dunkel. Ach, wir kommen hier nicht weiter. Okay, kommen wir hier vorne weiter? Auch nicht. Ach doch. Okay, wir bräuchten das Licht am besten unten. Aber ich glaube nicht, dass Constable Oliver uns das runterreichen wird, ganz ehrlich. Halt, hier hinten. Klappe. Ist jetzt natürlich toll, im Dunkeln zu suchen hier. Was ist das? Hey, gehen Sie nicht so weit weg. Kommen Sie runter und halten Sie mich auf. Oder bleiben Sie da und leuchten Sie. Ah. Interessant. Eine Art Holzklappe. Auf dieser Seite sind zwei Scharniere und hier ist eine Art Metallhaken, der die Klappe geschlossen hält. Das ist schön. Ich wusste gar nicht, dass der bis darüber leuchten kann. Das ist ja schon mal ganz gut. Zu, oder? Ach so. Ich bin die sprechende Statue. Besonders gerne bringe ich kleinen Jungs Schimpfworte bei. Aha. Damit wäre dieses Rätsel schon mal gelöst. Gucklöcher und ich vermute sogar... Ja! Genau das dachte ich mir. Diesen Weg kann der Rabe nicht genommen haben. Wir hätten ihn gesehen und er hätte von außen nicht den Riegel vorschieben können. Es muss noch einen weiteren Zugang geben. Warum ist es plötzlich so hell da unten bei Ihnen? Ich habe den Lichtschalter gefunden. Genau das. Okay, wir könnten wieder zurück in die große Halle, aber ich will mich noch ein bisschen hier umsehen. Den Schreibtisch, ich hoffe mal, der leuchtet dann rüber, wenn wir da sind. Dann können wir mal schauen, ob hier vielleicht noch was ist. Hier drüben sehe ich schon eine Anubis-Statue. Leuchten Sie mal dahin! Ein Schakal, besser gesagt. Interessant. Dokumente, Landkarten, Briefe. Alle mindestens 20, 30 Jahre alt. Ich frage mich, woher der Rabe von diesem Geheimkeller wusste. Er muss recherchiert und sich die fehlenden Informationen zusammengekauft haben. Leuchten Sie mal auf die Wand, Robert. Ein Stadtplan von Kairo. Er ist übersät mit hunderten kleinen Löchern und hier auf dem Boden liegen einige Reißzwecken. Hier in der Ecke steht eine Jahreszahl. 1940. Das ist ja schon über 20 Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das mit dem Raben selbst her ist. Das war nicht so lang, ne, glaube ich. Ein Gedanke, der mir gerade noch so in den Sinn kommt, weil wir ja jetzt hier bei Jahreszahlen sind, die doch schon ein bisschen her sind. Ich meine, man soll ja nichts ausschließen, ne? Theoretischerweise wäre ja auch noch die Möglichkeit, dass Lady Westmacott eigentlich gar nicht so behindert ist, wie sie denn scheint, dass sie eigentlich gar nicht auf den Rollstuhl angewiesen ist und sie eine sehr alte Rabin wäre. Ist ein sehr weit hergeholter Gedanke, aber wäre ja theoretisch auch möglich, ne? Man soll ja nichts ausschließen. So, und da sie ja auch schon öfter hier war, wäre sie natürlich auch ortskundig. So, ich glaube, hier haben wir sonst aber nichts weiter. Ach, wir können ja noch die Wand untersuchen, okay. Schauen wir da noch. Hier sind Ritzen in der Wand und Schleifspuren auf dem Boden. Eine Geheimtür? Und wahrscheinlich der Fluchtweg des Raben. Können Sie sie öffnen? Ich glaube nicht. Hier sind verschiedene Scheiben und auch eine Art Griff, aber er lässt sich nicht drehen, schieben oder drücken. Irgendetwas steht hier geschrieben, aber es ist zu dunkel. Nun kommen Sie endlich runter und leuchten Sie. Nein, der Rabe sitzt in der Falle. Wir sollten Le Grand holen. Hier sitzt niemand in der Falle. Rabe, wie kommst du?
Glauben Sie, diese Tür führt in eine Sackgasse? Mit jeder Minute, die wir verstreichen lassen, wird die Spur des Raben kälter. Aber überstürzen sollten wir auch nichts. Wir sind allein und der Rabe ist gefährlich. Ja, du bist ein alter Feigling, würde ich sagen, ne? Dann machen wir mal das hier. Da ist ja so ein Legrand-Fanboy, vielleicht hilft das. Was würde Nicolas Legrand in einer solchen Situation tun? Würde er auf Verstärkung warten und Däumchen drehen oder würde er handeln? Oh Mann. Ja, komm, jetzt gib dir einen Ruck. Geben Sie sich einen Ruck, Robert. Kleine Entscheidungen können große Auswirkungen haben. Sie geben mir die Lampe und wir beide könnten Helden sein. Oder tot. Robert, ich passe schon auf. Okay, wir machen es so. Ich gebe Ihnen die Lampe und Sie öffnen die Tür. Dann bewachen wir die Tür und warten auf Verstärkung. Ich hätte es nicht besser sagen können. Fangen Sie. Aber beeilen Sie sich. Ich darf gar nicht daran denken, dass ich ohne Licht mitten zwischen Mumien stehe. Da oben waren gar keine Mumien. Schon besser. So, okay. Ach, er lässt sie dann gleich hier liegen? Auch in Ordnung. Dann können wir uns zumindest schon mal die Wand anschauen und ich nehme an, jetzt müssen wir hier ein bisschen Rätseltime absolvieren. Schauen wir mal. Oha, ich würde... Was jetzt? Hallo? Das ist interessant. Ach so, okay. Vier Scheiben. Ein extravagantes Kombinationsschloss. Wären es lateinische Zeichen und nur eine andere Sprache, könnte ich die Bedeutung vielleicht erahnen. Aber bei arabischen Schriftzeichen habe ich keine Chance. Ich schreibe sie in mein Notizbuch. Es könnte sich um einen Hinweis handeln, wie die Tür geöffnet werden kann. Okay, ich mache nochmal eine ganz kurze Unterbrechung und wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Bis gleich.